Ihr wolltet ein Video zur Ionenladung. Im Prinzip ist das ganz, ganz einfach. Ihr schaut euch das Periodensystem an. Dann haben wir hier die erste Hauptgruppe, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, die siebte, müssen wir noch anbauen, und die achte. Das Ziel der Oktettregel war ja immer, hier hinzukommen. Oktettregel, Edelgasregel heißt volle äußere Schale. Das ist das Ziel einer jeden chemischen Reaktion. Wie komme ich da hin? Wenn ich jetzt eher links im Periodensystem stehe, denkt dran, wir haben ja mal so eine Diagonale eingezeichnet, links unten stehen die Metalle. Außerdem wissen wir ja, dass die Hauptgruppe gleichzeitig die Anzahl der Außenelektronen wiedergibt. Das heißt, wenn ich links außen stehe, komme ich natürlich viel schneller zum Edelgas, indem ich das, was ich in meiner äußeren Schale habe, nämlich entweder ein Außenelektron, wie zum Beispiel beim Natrium, zwei Außenelektronen, wie beim Magnesium, oder drei Außenelektronen, wie beim Aluminium, indem ich die abgebe. Weil bevor ich jetzt, ich sag mal, ihr seht ja gar nicht alles. Jetzt haben wir es. Weil bevor ich jetzt vom Natrium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Elektronen aufnehme, geht es doch viel schneller, wenn ich das eine abgebe. Und Elektronen sind ja, wie jeder weiß, negativ geladen. Das bedeutet, wenn ich eine negative Ladung abgebe, dann hat das Natrium natürlich nachher eine positive Ladung zu viel. Weil eigentlich hat es ja genauso viele positiv geladene Protonen im Kern wie negativ geladene Elektronen in der Hülle. Das heißt, Elemente der ersten Hauptgruppe, die Ionen der Elemente der ersten Hauptgruppe sind immer einfach positiv geladen. Ionen der Elemente der zweiten Hauptgruppe sind immer zweifach positiv geladen. Aluminium dreifach positiv geladen. Bei der vierten wird es ein bisschen schwierig. Das machen wir dann noch in den nächsten Wochen, um das zu sagen. Die klammer ich jetzt einfach mal aus. Ich gehe auf die rechte Seite. Von 7 nach 8 fehlt mir ja nur ein einziges Elektron. Das heißt, wenn ich Chlor, habe ich ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aus zwei Punkten mache ich einen Strich. Da fehlt mir nur noch eins. Dieses negativ geladene Elektron nehme ich auf. Und dann bin ich Cl-. Bei O, sechste Hauptgruppe, sechs Außenelektronen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Strich, Strich, fehlen mir ja zwei zu der 8. Also nehme ich zwei negativ geladene Elektronen auf und bin dann O2-. Bei N, fünfte Hauptgruppe, 1, 2, 3, 4, 5, fehlen mir ja drei Elektronen. Also muss ich drei aufnehmen, dann bin ich halt nachher dreifach minus geladen. Und so einfach funktioniert das.